ich glaube grundsätzlich, dass München sehr gut gerüstet ist. Das durften wir ja auch unter Beweis stellen am 19. Mai letzten Jahres. Und auch wenn wir verloren haben, denke ich, so ist doch am Ende des Tages hier ganz speziell den Gästen das Land Bayern, die Stadt München und auch die Allianz Arena in sehr positiver, sympathischer Erinnerung. Und das Einzige, was uns wehgetan hat, war eben das Ergebnis. Aber das können wir nicht mehr ändern. Aber ich habe den Eindruck, ich habe das ja auch von vielen Leuten der UEFA nochmal kundgetan bekommen, dass sich alle hier sehr wohl in München gefühlt haben und dass sie eben hier dieses friedvolle, sympathische Miteinander sehr genossen haben. Und ich glaube, wichtig ist trotzdem, dass wir jetzt nicht mit zu viel Euphorie und Optimismus in die Geschichte herangehen, sondern dass wir versuchen, die Vorzüge von München, der Allianz Arena und dem Land Bayern, die sind, glaube ich, in der Welt bekannt genug, dass wir auch mit eben nicht Euphorie herangehen, sondern einfach das auf sympathische Art und Weise rüberbringen, genauso wie uns das gelungen ist bei dem Champions-League-Finale am 19. Mai.